MeToo, ein Hashtag, tausende Anklagen. Wie damals bei der Sexismusdebatte, nur diesmal anders geschrieben, geht es um Diskriminierung. Initiiert bei Twitter hat das der Autor und Aktivist Ali Chan. Seitdem berichten etliche Menschen mit Migrationshintergrund von ihren Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Sowas wie, das kannst du machen, da wo du herkommst, oder das kannst du da machen, ja, kannst du in deinem Land machen, oder solche Sachen. Deswegen, aber ja, da kommt halt ein Spruch zurück und dann ist das für mich erledigt. Ich bin halb Brasilianerin und ich sehe auch so aus. Und ja, es kommt halt öfter, vor allem, weil ich Grammatikfehler habe teilweise, auch wenn ich Deutsche bin, dass dann Fragen kommen von wegen, ob ich wirklich Deutsche bin oder so. Wie lange ich hier bin, was ich mache und dann, wann ich zurückgehe oder ob ich zurückgehen möchte zum Beispiel. Die Debatte um Alltagsrassismus ist nicht neu. Kübra Gümüşey startete eine ähnliche Twitter-Aktion bereits 2013. Was beobachtet sie dieses Mal? Das Interessante an der jetzt aktuellen Debatte um Alltagsrassismus war, dass sehr schnell die Reaktion gekommen ist auf die Tatsache, dass Menschen sich entblößt haben, ihre Verletzlichkeiten gezeigt haben, sofort mit einem erhobenen Finger und ein Aufruf nach und sag doch mal bitte, was jetzt gut gelaufen ist. Nicht nur das, die Resonanz auf die Geschichten häufig auch sehr negativ, stellt Mohammed Amjahid fest. Unter diesen MeToo-Testimonials, also den Berichten über Rassismus, rassistische Alltagssituationen, muss er ja nur die Antworten lesen, unter sehr vielen Tweets oder Beiträgen. Das sagt sehr, sehr viel über diese Gesellschaft aus. Klar scheint, es braucht mehr Achtsamkeit, gerade von denen, die privilegierter sind und selten bis nie Rassismus erfahren. Und was ich aktuell beobachte, ist eine große Resistenz gegenüber dem Weiterentwickeln und Weiterlernen und ein differenzierteres, bewussteres, sensibleres, empfindsames, empathischeres Miteinander ermöglichen. Aber nur so können wir zusammenleben, nur so können wir unsere Zukunft gemeinsam konstruktiv gestalten. Es braucht diese Räume, wo wir über Fehler sprechen können. Die Gesellschaft steht vor einer großen Aufgabe. Diese Berichte müssen ernst genommen und ein gemeinsamer Weg gegen Rassismus gefunden werden.